Hallo zusammen, ich bin's Raphael. In unserem Lichess-Team spielen wir regelmäßig Turniere, Blitzturniere, aber auch Schnellschachturniere, manchmal auch ein Simultan gegen mich oder Schachmatze. Und die Gewinner aus diesen Schnellschachturnieren, die dürfen sich immer ein Videothema bei mir wünschen. Das kommt dann auf meine To-Do-Liste. Und auch die oder derjenige, der mit dem niedrigsten Rating trotzdem einen Sieg schafft. Und bei einem der letzten Turniere hat Guybrush das Turnier gewonnen, sehr überlegen gewonnen. Und da habe ich gesagt, hier, was für ein Thema wünschst du dir? Und er hat sich kein Thema gewünscht, sondern er hat sich gewünscht, dass ich jemanden grüße. Und deshalb grüße ich hier recht herzlich die Vanessa aus Maintal-Bischofsheim. Die Vanessa ist eine starke Schachspielerin und sie ist genauso an der Grenze von der fortgeschrittenen starken Schachspielerin hin zur gestandenen starken Vereinsspielerin. Und diese Grenze, die ziehe ich immer so bei 1500 DWZ, 1500 Elo. Also man schafft es nicht über DWZ 1500, wenn man sich nicht mal ernsthaft mit Schach auseinandersetzt, mit Schachtheorie auseinandersetzt. Und ein ganz wichtiger Punkt, und den habe ich für dich, Vanessa, rausgesucht, das sind Bauerndurchbrüche. Bauerndurchbrüche sind ganz entscheidend im Endspiel und deshalb habe ich gedacht, jetzt mache ich mal ein Video für dich, wenn der Guybrush nicht wollte, dann kriegst du jetzt dieses Video Bauerndurchbrüche. Was ist ein Bauerndurchbruch? Hier haben wir zwei Bauern gegen einen. Die wollen hier hin, wollen sich zu einer Dame umwandeln. Das ist das Ziel. Das ist immer das Ziel im Endspiel. Wie kann man einen Bauern umwandeln? Wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, wie machen wir das? Laufen wir mal mit dem König hin und dann spielen wir den Bauern vor. Funktioniert das? Schauen wir mal. Der weiße König rennt zurück und jetzt hier der Durchbruch. Klappt das? Wenn weiß den schlägt, dann klappt es, weil das ist schlecht, weil den können wir zurücknehmen. Und jetzt muss der König das Umwandlungsfeld verlassen und wir holen jetzt die Dame haben gewonnen. Also das war schlecht, aber wer zwingt Weiß dazu zu schlagen? Er kann auch einfach mit dem König in die Ecke rennen und dann steht er jetzt in einer Festung. Das ist Patt. Da kommt er nicht raus. Und wenn wir hier schlagen, dann schlägt er zurück und jetzt kriegen wir den Bauern auch nicht umgewandelt, weil der Verteidiger kennt das Prinzip der Opposition und zieht immer so, dass er eine Opposition zu unserem König zieht. Und das Einzige, was wir jetzt herausholen können, ist auch nur ein Patt. Hat nicht funktioniert. Was ist also hier der richtige Zug? Und jetzt seid ihr in der Reihe. Ich habe hier in diesem Video 12 Aufgaben vorbereitet. Ich würde am Anfang immer kurz was sagen, dann macht Pause und da jetzt seid ihr dran. Wie gewinnt das Schwarz? Jetzt zeige ich's, ihr habt es wahrscheinlich gefunden. A3. A3 droht hier zu schlagen und durchzulaufen, wenn Weiß nichts tut. Oder gleich einfach durchzulaufen. Wäre ja noch einfacher. Weiß schlägt also und jetzt läuft der Bauer durch und wir haben die Dame. Und das ist ein Bauerndurchbruch. Im Endspiel sind wir fokussiert auf das Ziel. Bauern umwandeln, eine Dame holen. Und da kommen wir immer an solche Situationen. Wie schaffen wir so einen Durchbruch? Wie verschaffen wir uns einen Freibauern, der durchläuft? Das ist hier relativ einfach, weil wir haben 2 gegen 1. Und hier haben wir die Dame. Aber es bleibt nicht ganz so einfach. Zweites Beispiel. Das ist jetzt so dieses Standardbeispiel, was man immer jedem zeigt. Wie gewinnt man das? Bevor ihr grübelt, ihr könnt natürlich jetzt auch schon Pause machen und euch überlegen, was die Lösung ist. Ich würde zur Hilfe jetzt nochmal zeigen, was ist denn nicht, was klappt nicht. Wenn wir zum Beispiel jetzt denken, okay, wir müssen mal den König ranbringen zur Hilfe, dann klappt das nicht. Hier kann Weiß froh sein, wenn er noch ein Remis schafft. Das schafft er nur, wenn er jetzt hier B6 spielt. Sonst verliert er das sogar. Weil der König weg ist und der
frisst sich hier durch. Also König F2 nicht. Schauen wir was anderes. Also wir wollen ja einen Bauerndurchbruch, also brechen wir mal durch. C6, funktioniert das? Na gut, erstmal droht der hier jetzt ja weiterzuschlagen und sich umzuwandeln. Das heißt, das sollte jetzt Schwarz nicht zulassen. Aber er kann den schlagen. Weiß schlägt zurück, sonst droht ja Schwarz durchzulaufen. Und jetzt haben wir ein Problem. Der schwarze König frisst uns den Bauern weg und hat jetzt selber einen Freibauern. Das ist jetzt sogar verloren. Also, jetzt habe ich euch zwei Züge gezeigt, die nicht funktionieren. Jetzt seid ihr dran, falls ihr es noch nicht habt. Wie gewinnt Weiß? Ich zeig's. D6. Der mittlere Bauer geht vor, droht hier zu schlagen. Schwarz muss reagieren, er kann nur schlagen. Könnte auch mit dem anderen Bauern schlagen, ist jetzt nicht so wichtig. Und wie geht's jetzt weiter? Also, wenn ihr euch das überlegt habt und seid nur auf den Mittelbauern gekommen und habt gar nicht weitergedacht, denkt hier nochmal nach. Wie geht's weiter? Wir wollen durchbrechen. Wir wollen durchkommen. Welcher Bauer kann durchkommen? Genug der Tipps, ich zeig's. Der C-Bauer rückt vor. Warum rückt der C-Bauer vor? Dieser Bauer hat hier freie Bahn. Aber wenn er losläuft, wird er geschlagen. Das heißt, C6 hat die Idee, diesen Verteidiger hier wegzubekommen, weil der muss jetzt reagieren. Wenn er nichts tut, wird er einfach geschlagen. Und dann wandelt sich der Bauer um. Er muss also schlagen und jetzt nicht schlagen irgendwas, sondern durchrennen. Und da haben wir unseren Freibauern. Und da ist es völlig egal, ob wir jetzt zwei Bauern verloren haben und er hier alle drei Bauern noch hat. Wir sind der, der durchgebrochen ist. Wir sind der, der die Dame holt. In solch einer Situation ist die Idee also, der Zentrumsbauer geht vor. Schwarz muss schlagen. Und jetzt müssen wir den Verteidiger wegkriegen. Und das machen wir mit dem anderen Bauern, indem wir den auch noch opfern. Und jetzt sind wir durch. Das ist so das typischste Beispiel, dass man immer jemanden zeigt, wie Bauerndurchbrüche versteht. Wenn man das Prinzip hier versteht, hat man ganz viel gewonnen. Also das ist das elementare Beispiel, die elementare Aufgabe. Ist schon ziemlich alt, die ist von 1766, von Curzio. Also man sieht, da hat man sich auch schon mit Schach beschäftigt. Wir gehen zum dritten Beispiel. Da werdet ihr sagen, was ist denn jetzt anders? Das ist doch das Gleiche. Naja, gut. Überlegt mal, gewinnt der das jetzt auch? Den Plan von eben hatten wir ja. Also Zentrumsbauer muss richtig sein. Schwarz schlägt wieder. Jetzt lenken wir den Bauern ab und rennen durch. Hurra! Geschafft. Aber, ups, der ist auch schon ganz schön weit. Naja, jetzt können wir uns das nicht mehr aussuchen. Wir rennen. Wir haben die Dame. Das Problem ist bloß, Schwarz hat auch eine Dame. Und das ist jetzt ein Remis. Hier kann Schwarz den Weißen noch ziemlich quälen. Aber das wird ein Remis werden, weil Weiß kann hier viele Schachs geben auf den König. Aber trotzdem, das könnte Schwarz mal weiterspielen. Vielleicht schafft das irgendwo mit der Dame Schach zu sagen und gleichzeitig die Dame anzugreifen. So dass Weiß die Dame geben muss und dann der Bauer übrig bleibt. Aber wenn hier Weiß genug Zeit hat und bedächtig spielt, dann wird er das schon Remis halten können. Aber eigentlich wollten wir ja gewinnen. Aber es klappt hier nicht. Es klappt hier nicht. Und es klappt eben nicht, weil wir nicht weit genug vorne sind. Das heißt, das muss man bei Bauerndurchbrüchen beachten. Wie weit habe ich zum Umwandlungsfeld? Wie weit hat der andere das? Und wenn ich umwandle, wandle ich vielleicht mit einem Schach um auf die Dame oder wandelt der Gegner mit einem Schach um und ich kann nicht mehr umwandeln. Es wird nicht viel anders, aber ein bisschen. Die Aufgabe sieht ähnlich aus, bloß diesmal sind wir schwarz.
Wenn Weiß hier am Zug ist, haben wir eben gesehen, wie man gewinnt. Geht vor und ist durch. Jetzt ist hier aber Schwarz dran. Und wie rettet Schwarz jetzt das Remis? Macht Pause, überlegt. Wenn ihr wieder zurück seid und es nicht rausgefunden habt, schauen wir uns mal an, was nicht funktioniert. Also wenn wir mal mit dem König rüberrennen, dann funktioniert das nicht, weil hier kommt jetzt der Durchbruch und wir sind nicht schnell genug. Also das ist genau das Problem. Wenn wir sagen, okay, wir gehen mal hier mit dem C-Bauern vor, wie funktioniert das? Oder kann Weiß hier jetzt trotzdem durchbrechen? Hier hat Weiß jetzt einen sehr guten Zug. Und das ist A6. Ihm ist es völlig egal, wenn er hier einen Bauern verliert. Hauptsache, er bringt einen durch. Also das ist ganz klug. Wenn er hier vorbeigehen würde, könnte Schwarz es zuschieben. Aber das macht Weiß nicht, weil er will aggressiv durchbrechen. Deswegen greift er an. Droht hier sich durchzufressen. Schwarz muss irgendwas schlagen und dann kommt der andere durch. Bin ich mal gespannt, ob ihr den Remis-Rettungszug gefunden habt. So wie der Durchbruch mit dem Zentrumsbauern, mit dem Mittelbauern funktioniert, so funktioniert auch die Verteidigung. Weil jetzt droht Schwarz hier weiterzuschlagen. Weiß muss also schlagen. Er kann jetzt nicht vorbeigehen, sondern dann schlägt er einfach hier rüber und rennt durch. Also Weiß muss schlagen. Und jetzt schlagen wir von außen zurück, damit die Bauern weiterhin gegenüberstehen. Und hier ist jetzt kein Durchbruch mehr möglich. Wir haben solch eine Stellung, das ist ein Remis. Also hier kann jetzt keiner einen Fortschritt erzielen. Die Könige tanzen dann einfach nur hier immer gegenüber durch die Gegend. Remis. Also merken, wenn ihr durchbrechen wollt in solch einer Stellung, mit den Mittelbauern vorrücken, den verteidigenden Bauern ablenken und durchrennen. Wenn ihr verteidigt, mit dem mittleren Bauern vormarschieren. Selber das Schlagen drohen, er muss reagieren. Und jetzt nicht etwa so schlagen, weil dann läuft er vorbei, sondern mit dem A-Bauern schlagen und jetzt ist alles hier zu. Und ihr habt das Remis gerettet. So, der nächste Durchbruch. Eben hatten wir 3 gegen 3, wir hatten davor 2 gegen 1. Jetzt haben wir 2 gegen 3. Schwarz ist am Zug, gewinnt aber. Wie? Macht Pause, überlegt. Wenn ihr hier schlagt, dann ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass ihr ein Problem habt. Da ist kein Durchbruch. Es ist eher ein Durchbruch für Weiß. Ja, verliert ja sogar. Also schlagen geht nicht. Wie kommt man hier also durch? Man muss sich überlegen, wenn der durchrennt, der steht im Weg. Kann ich das irgendwie den ablenken? G4 gewinnt. Wenn er hier jetzt mit dem H-Bauern schlägt, dann rennen wir durch. Und den müssen wir jetzt noch stoppen. Dazu müssen wir mit der Dame das Umwandlungsfeld kontrollieren. Und jetzt haben wir es gewonnen. Wenn er mit dem G-Bauern schlägt, dann rennt er auch durch. Dann ist es sogar leichter. Aber jetzt kommt er nicht weiter. Ich hoffe, ihr kriegt langsam so einen Blick für Bauerndurchbrüche und wie man vorgeht. Wir haben das nächste Beispiel von Salvioli aus dem Jahr 1888. Sehr interessantes, sehr komplexe Aufgabe. Wenn ihr jetzt mal grübeln wollt, ist es sehr anspruchsvoll. Ihr müsst wirklich viele Züge in die Zukunft vorausberechnen. Wir hangeln uns gleich zusammen Schritt für Schritt, aber versucht es ruhig. Der Vorteil, wenn es nur so wenig Figuren auf dem Brett geht, man kann wirklich alles durchrechnen. Man kann sehr weit in die Tiefe rechnen. Ich hoffe, ihr habt den ersten Zug gefunden, weil das ist jetzt so das typische Motiv, das wir eben ja auch hatten. G4. G4 ist jetzt der Durchbruch. Er schlägt und jetzt
haben wir den Durchbruch geschafft. Was ist das Problem? Das Problem ist, der schwarze König kann es verhindern, kann den Bauern noch aufhalten, er ist nah genug dran. Wenn wir also jetzt weiterlaufen, wäre das ein großer Fehler, weil da kommen wir nicht durch. Das gewinnt jetzt Schwarz. Aber dieser droht jetzt immer damit, durchzulaufen. Und das bindet diesen König an diesen Bauern. Er muss immer aufpassen, dass hier oben keine Weiß sich keine Dame holt. Und das gibt jetzt den Plan, für den König aktiv zu werden. Er ist angegriffen, der König deckt ihn wieder. Jetzt kommt der nächste Bauer. Jetzt muss der König aufpassen, weil der droht ja durchzulaufen. Geht jetzt verloren. Und jetzt sagt er, ja super, ich hab ihn doch. Ja, aber der ganze Sinn von diesem Durchbruch war, diesen König abzulenken. Diesen König an diesen Bauern zu binden. Und jetzt können wir hier diese Bauern wegfressen. Nennt man manchmal auch der Fuchs im Hühnerstall. Also wenn der König hier der Bauer ist, der irgendwo auf dem Feld ist, dann frisst der Fuchs im Stall die ganzen Hühner auf. Gibt so ein paar komische Begriffe im Schach. Also nehmen wir das nicht zu ernst. Aber wir sehen das Problem. Dadurch, dass der König immer auf die Umwandlung dieses Bauern aufpassen musste, der durchgebrochen ist, haben wir jetzt das gewonnene Endspiel. Wir gehen nochmal zurück. Also hier, der König muss zurückeilen. Das gibt uns den Plan, okay, unser König kann hier reinlaufen, die Bauern fressen. Was ist, wenn er jetzt hier weiterschlägt? Was passiert dann? Ja gut, da können wir uns mal durchhangeln. Was passiert denn? Wir nehmen den Bauern, aber jetzt kann der ja plötzlich laufen. Und hier kommt jetzt das ins Spiel, was ich versucht habe, euch eben zu vermitteln mit den Beispielen. Schaut, wie weit vorne ist euer Bauer, wie weit vorne ist sein Bauer, wer wandelt zuerst um und wandelt eventuell jemand mit Schach um. Schwarz wandelt zuerst um, aber ohne Schach. Weiß hat ein Schach. Na gut, geht der König raus. Aber wo geht er jetzt hin? Geht er wieder raus? Da kommt ein Spieß. Jetzt geht er verloren. Und jetzt ist der König so weit weg vom Schuss, dass der Fuchs sich wieder gütlich hält. Und wir haben das Spiel gewonnen. Also eine ganz komplexe Aufgabe, in der uns der Bauerndurchbruch hilft, um diesen König hier in der Ecke zu binden. Und sobald hier die Bauern weg sind, muss er sich immer noch um den kümmern und wir können rüberlaufen und die Bauern uns holen. Tolle Aufgabe, Salvioli 1888. Ein Durchbruch, 4 gegen 3. Wie gehen wir hier vor? Macht Pause. Überlegt es euch. Was relativ klar ist, dass uns hier ein Durchbruch nicht viel bringen wird. Dazu ist diese Bauernstruktur zu gut. Es ist also relativ klar, D5 muss die Idee sein. Der droht jetzt durchzulaufen. Schwarz schlägt und jetzt kommt hier der Durchbruch. Aber die Aufgabe ist komplexer und gemeiner als man denkt. Wie setzt man hier fort? Rennt man los? Unser Durchbruch? Ist das ein großer Fehler? Warum ist es ein Fehler? Weil jetzt holen sich beide eine Dame. Und hier gab es auch keinen Schach oder irgendwas. Hier gibt es keinen Spieß. Das ist einfach nur ein Remis. Ein Durchbruch ist durchaus ein bisschen was Aggressives. Man bricht durch, man will sich die Dame holen. Da ist es auch egal, ob man drei Bauern verliert und nur einen übrig behält. Also wenn wir nochmal an den Anfang gehen. Wenn wir jetzt von den vier nur einen übrig behalten, dann ist das für uns völlig okay. Wenn wir uns eine Dame holen, aber wir dürfen in dem Eifer nicht
übersehen, was macht der Gegner? Wir dürfen hier nicht jetzt blind weiterrennen und sagen, oh, Attacke. Dann holt er sich auch eine Dame. Wir müssen also in dieser Stellung aufpassen. Und da hilft einem das Bauernquadrat. Wenn der König es schafft, in dieses Quadrat zu kommen, also 1, 2, 3 nach vorne, 1, 2, 3 zur Seite, wenn wir da ein Quadrat aufspannen zum Umwandlungsfeld, wenn der König in dieses Quadrat reinkommt, dann kann er den Bauern noch aufhalten. Und das müssen wir immer beachten. Jetzt ist er wieder in diesem Quadrat drin. Jetzt ist er keine Gefahr und wir können mit unserem Durchbruch fortführen. Jetzt kommt der Durchbruch. Und jetzt wieder aufpassen. Wir müssen wieder in das Quadrat rein und können immer nur mit dem Bauern vorgehen, wenn sichergestellt ist, dass der sich nicht umwandelt. Das heißt, wieder ranziehen. Und jetzt haben wir die Dame und gewonnen. Also selbst solch eine relativ überlegene Situation, 4 gegen 3, ist gefährlich, weil er einfach hier auch einen Freibauern bekommt. Beispiel 8. 4 gegen 4. Wie gehen wir hier vor? Man kann sich merken, in dieser Stellung macht erstmal Pause, wenn ihr selber überlegen wollt. Hier ist es relativ einfach, weil eigentlich jeder Zug vergewinnt, aber man kann sich so als Merkspruch, man sollte bei 4 gegen 4 an den Flanken angreifen. Damit kann man diese Struktur aufbrechen. D3 droht wieder zu schlagen und durchzumarschieren. Weiß muss das verhindern. Und wie kommt man jetzt hier weiter? Wie kommt man jetzt hier durch? A3, seid ihr drauf gekommen? Droht wieder umzuwandeln, Weiß muss schlagen und jetzt haben wir den Durchbruch. Ihr seht wirklich, von den vier, drei Bauern gehen wir einfach weg. Wenn wir die Dame bekommen, alles perfekt. Warum habe ich gesagt, es klappt im Grunde alles? Es gibt hier auch die Möglichkeit, also in dieser Stellung kann Weiß natürlich auch vorbeigehen, blockiert ja auch den Durchbruch. Und hier müssen wir jetzt geschickt vorgehen. Also jetzt nicht sowas ziehen, dann schiebt das zu, sondern A3 wieder. Wir drohen wieder hier durchzumarschieren. Er schlägt und jetzt haben wir den Durchbruch. Wenn wir vorbeigehen, haben wir auch. Also in diesem Beispiel funktioniert wirklich vieles. Auch C3 funktioniert. Er schlägt. Wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Langsam solltet ihr so ein Gefühl entwickeln. Ihr solltet sehen, hier habe ich eine Bauernmehrheit. Problem ist, dass der hier noch verteidigt. Und so müsst ihr mal gucken, wo habt ihr einen Bauern, der frei durchlaufen könnt? Wo habt ihr eine Bauernmehrheit? Und wer stört? Und dann kann man den ablenken. Und jetzt kommt der Durchbruch. Und dann ist es völlig egal, ob er noch drei Bauern habt und ihr noch nur noch einen. Der eine ist der Held. Wir kommen gut voran. Aufgabe Nummer 9. Eine neue Struktur, die durchaus komplex wird, weil er ist dichter an den Bauern als unser. Das heißt, wir brauchen einen erfolgreichen Durchbruch. Wie gehen wir vor? Es kann ja nur einer der Bauern in der Mitte sein. Stimmt. Und wenn er jetzt hier schlägt, dann ist das nicht gut. Weil hier haben wir den Durchbruch, den wir brauchen. 2 gegen 1. Das kann er jetzt nicht mehr verhindern. Also er kann auch nicht mit dem König hinrennen. Wir gehen einfach vor und der Bauer läuft durch. Also schlagen nicht. Aber er kann es natürlich trickreich machen. Er kann sagen, okay, ich laufe mit dem König zu Hilfe.
Und jetzt wird's langsam ein bisschen schwierig. Ein Zug, der funktioniert, ist C3. Aber hier wird es sehr knifflig. Wenn er hier schlägt, ist schlecht, dann läuft er durch. Also das wird er nicht machen, aber wenn er jetzt mit dem König weiter ranläuft, dann merken wir langsam, oh, kommen wir da wirklich noch durch? Also wenn wir hier weiterlaufen, dann schlägt er einfach. Was machen wir hier? Wir müssen schlagen. Aber wie kommen jetzt diese Bauern weiter? Sobald er vorgeht, kommt der König ran. Also wir sehen in dieser Stellung, C3 zu spielen ist trickreich. Aber es ist trotzdem gewonnen. Warum ist es gewonnen? Wir kommen mit dem König rangelaufen. Und wenn der König jetzt irgendwo hinzieht, dann rennt er durch. Er muss also den Bauern ziehen. Und jetzt erkennen wir langsam ein Motiv, wozu wir auch schon mal ein Video gemacht haben: Zugzwang. Was macht jetzt Weiß? Sobald der König zieht, rennt er durch. Also auch so Doppelbauern können ziemlich stark sein, weil sie eben hier viele Felder kontrollieren. Er kann nur den Bauern geben, aber jetzt ist er immer noch in Zugzwang. Irgendwann muss er weg und jetzt läuft er durch. Also in dieser Situation C3 wäre möglich, ist aber kompliziert und trickreich. Deshalb ist hier die bessere Methode, mit dem einen vorzugehen und dann gleich mit dem anderen nachzuziehen. Wenn er hier weiter rangeht, dann sehen wir das Problem. Da ist der Bauer durch. Es geht nicht. Wenn er schlägt, dann sehen wir wieder, hier ist einer, der durchrennen könnte. Wer stört? Und ihr seht, es wiederholt sich. Genau. Und da ist er durch. Beispiel Nummer 10. Wieder eine etwas andere Struktur. C4. Seid ihr auch drauf gekommen? Ihr habt gar nicht Pause gemacht, was? Also C4. Es gibt noch, ist noch genug übrig zum Überlegen. Macht ruhig an jeder Stelle und überlegt, wie kann es weitergehen. Also klar, hier wird Weiß schlagen. Wir gehen vor, wir erkennen, hier ist unsere Bauernmehrheit, die durchgehen soll. Und hier sehen wir jetzt, wie trickreich es ist. Wenn wir jetzt wieder durchmarschieren, dann haben wir wieder ein Problem, dass das ein Matt ist. Wir müssen also immer auch darauf achten, nicht wild den Durchbruch machen, sondern schauen, wie weit sind wir, wie weit ist der Gegner. Und hier müssen wir eben erstmal verhindern, dass er seinen Bauern umwandelt. Wir müssen ins Bauernquadrat rein. Jetzt sind wir drin. Jetzt können wir den Durchbruch machen. Und wenn er jetzt wieder vorgeht, müssen wir wieder aufpassen, dass wir wieder ins Bauernquadrat. Also erstmal auf die Drohung vom Gegner achten. Jetzt kommt er nicht mehr durch, jetzt können wir weiterrennen und holen uns die Dame. Beispiel 11, eins der tollsten Beispiele, die es gibt für einen Bauerndurchbruch. Macht Pause, überlegt. Wenn ihr jetzt zurück seid und habt diesen Zug gefunden, dann habt ihr nicht weit genug gedacht. Weil jetzt haben wir ein Problem. Was ist das Problem? Schwarz schlägt. Wir schlagen zurück. Und der König ist im Bauernquadrat. Wenn er stattdessen vorbeigeht, gehen wir auch vorbei. Und dann haben beide gleich viele Schritte zur Umwandlung. Das heißt, Weiß muss schlagen und hier kann er den Bauern aufhalten und es ist ein Remis. Also, tut mir leid, wenn ihr F5 gedacht habt, ist nicht der richtige. Und deshalb ist diese Aufgabe eben auch so toll.
Wie funktioniert der Durchbruch hier? Wir müssen weiter weg sein von diesem König. Wir spielen G5. König geht rüber, was soll er sonst machen? Und jetzt kommt der Durchbruch. Und wenn er jetzt schlägt, ansonsten schlagen wir, dann sind wir weit genug weg von diesem König. Also ein ganz faszinierender Bauerndurchbruch, sozusagen im zweiten Schritt erst. Nicht das, was man denkt, ja, hier ist der Durchbruch. Schon, es ist der Durchbruch, aber der König ist zu nah. Stattdessen erstmal den Bauern blockieren und jetzt drohen. Und der ist dann weit genug weg. Er schlägt also und der Bauer ist weit genug weg. Hier ist das Quadrat und der kommt nicht mehr rein. Das waren die wichtigen Beispiele. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen. Jetzt kommt noch eine zum Abschluss, zum Spaß. Bauerndurchbruch. Das ist eine Aufgabe von Cartignol aus dem Jahr 1981, also eine recht neue Aufgabe, die natürlich im Spiel so nur sehr schwer vorkommen kann. Sie kann theoretisch vorkommen. Also man kann schon so eine Stellung aufbauen, aber ich glaube nicht, dass die schon jemals gespielt wurde. Und das ist jetzt auch mehr so zum Spaß, nochmal, um so ein bisschen die Prinzipien zu sehen. D5. Wenn er jetzt mit dem C-Bauern schlägt, dann müssen wir erkennen, hier haben wir die Mehrheit, hier sollte unser Durchbruch passieren. Der droht hier zu schlagen und jetzt haben wir den Durchbruch. Jetzt kommt er durch. Allerdings ist der König nah genug dran. Aber dieser Bauer bindet jetzt wieder diesen König. Und dann können wir auf der anderen Seite durchbrechen. Da ist er durch. Und diese Durchbrüche hier haben wir 2 gegen 1. Den müssen wir loswerden. Den lenken wir ab. Und jetzt kommen wir da durch. Und jetzt kommt einer von den beiden durch. Zack. Das ist noch gefährlich, den müssen wir aufhalten. Wie halten wir den auf? Schach. Und jetzt kontrollieren wir hier unten das Umwandlungsfeld. Und haben das gewonnen. Die Dame muss jetzt nur noch die Bauern abgrasen, der König hält die Bauern auf. Das ist locker gewonnen. Jetzt schlagen wir mal andersrum. Hier ist wieder unsere Bauernmehrheit, 3 gegen 2. Da brechen wir durch. Jetzt sind wir durchgebrochen. Der König muss wieder rübereilen, damit wir nicht durch. Und sobald er rübergeeilt ist, haben wir hier unseren 3 gegen 3 Durchbruch, den wir schon kennen. Zack, sind wir vorbei. Jetzt merkt Schwarz, ups, ich habe ein Problem, aber ich bin doch schon ziemlich weit hier. Ich bin doch schon ziemlich weit und ich wandle mit Schach um. Wie gewinnt das hier Weiß? Da macht noch mal eine Pause, müsst ihr einen tollen Zug für finden. Die Idee ist, wir müssen es irgendwie schaffen, hier umzuwandeln mit Schach. Wie schaffen wir das? Wir brauchen ein Tempo, wir müssen mit Schach umwandeln. Ja, aber der steht ja nicht richtig. Aber wir können ihn dorthin bringen, dass er richtig stimmt, steht. Und zwar mit dem tollen Zug B8 und die Dame. Der König schlägt und jetzt wandeln wir mit Schach um und kontrollieren das Umwandlungsfeld. Also auch wenn es jetzt eine Spaßaufgabe ist, auch tolles Motiv. Ich habe in dieser Studie am Ende, die Studie ist immer unten verlinkt,
habe ich noch zwei Übungen. Das sind auch so typische Übungen, die ich mache. Also wenn ich jemanden Bauerndurchbrüche zeige und üben lasse, dann mache ich einmal den Standard 3 gegen 3. Und dann solche Übungsaufgaben hier. So. Und das ist eine Übung, wenn ihr in die Studie geht, Link ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr das selber gegen die Stockfish Engine hier üben. Wie gewinnt man das? Und da lernt man eben auch schon, wie breche ich hier durch mit einer Mehrheit 3 gegen 2. Hier habt ihr auf beiden Seiten, das muss man schon sauber spielen, aber das solltet ihr schaffen. Und die nächste Übung, die ich noch habe, ist diese hier. Die könnt ihr mal ausprobieren. Ihr könnt auch bei allen anderen Bauerndurchbrüchen hier einfach auch sagen, von hier aus gegen die Computer weiterspielen. Oder übernimmt diese Studie zu euch und schaut es euch an. Ich hoffe, ihr habt ein Gefühl bekommen, was Bauerndurchbrüche sind, wie man vorgeht, was sozusagen die Denke dahinter ist. Ich hoffe, Vanessa, es hat dir geholfen. Schöne Grüße nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.